Oktober 23 haben einige mutige Fußballer den Club Verein für Bewegungsspiele, heute genannt und auch damals VfB Hohenems, gegründet. Das Vereinsjahr 1993 steht daher voll im Zeichen 70 Jahre VfB Hohenems. Und diese 70 Jahre VfB Hohenems wollen wir auch heuer mit dem Höhepunkt Emser Frühlingsfest vom 14. bis 16. Mai in der neuen Tennishalle in Hohenems mit einem großen Fest feiern. Auch der Ball, der VfB-Ball heute Abend, steht unter diesem Motto. Und ich darf Sie alle zu diesem heutigen Ball ganz herzlich begrüßen. Wir haben einige Ehrengäste bei uns in den Reihen und da darf ich zunächst begrüßen den Stadtrat für Sport, Erika Heidinger. Weiters Stadtrat Arno Gächter. Der Bürgermeister und der Stadtrat Walter Groß haben sich für später angesagt. Ich begrüße Sie bereits jetzt. Von den Sponsoren darf ich ganz herzlich begrüßen Hubert Feuerstein als Vertreter und Inhaber von Mazda Peter. Weiters recht herzlich begrüße ich die Mitglieder des erstmals gegründeten Special Clubs. Herzlich willkommen. Sowie die Vertreter der befreundeten Ortsvereine. Werte Gäste, was wäre ein Verein ohne Chronik, speziell ein Verein, der 70 Jahre alt ist, wüsste ja gar nicht, was vor 70 Jahren und in den Folgejahren passiert ist. Wer erinnert sich nicht an unseren Chronisten Willi Fippel und sein Nachfolger und der Begleiter durch den heutigen Abend, Edi Eisenhofer. Bitte schön, Edi. Edi Eisenhofer ist seit 1985 unser Chronist und er wird Sie heute Abend durch dieses von den Aktiven wieder mit sehr viel Arbeit und sehr viel Akribie vorbereitete Programm führen in Form von 70 Jahren VfB, nicht nur VfB, einfach 70 Jahre von 1923 bis 1993. Edi, bitteschön. Meine Damen und Herren, auch ich darf Sie noch einmal recht herzlich begrüßen beim VfB-Ball 1993. Unser Motto heute, 70 Jahre VfB. Aus diesem Anlass darf ich Ihnen etwas aus der Vereinsgeschichte erzählen und zwischendurch werden wir Sie natürlich mit musikalischen Einlagen verwöhnen. Vor 70 Jahren, da kam der VfB zur Welt. Ganz Hohenems lag im Fußballfieber, so hat man mir erzählt. Der Fußballplatz war damals an der Schillerallee. Leider gab es auf dem Platz mehr Steine als wie Gras und Klee. Doch viele fleißige Fußballerhände brachten es recht bald so weit und machten den Sportplatz spielbereit. Heiße Spiele wurden absolviert und der Gegner meistens deklassiert. Nach dem Spiel, da packte man die Sporttaschen. Hinunter ging es in den Emsbach, denn dort hat man sich gewaschen. Ins Gasthaus Ilge ist man dann marschiert, dort wurde Most und Schnaps serviert und war die Zeit auch wirklich hart,
Man hat gefeiert auf ganz bescheidene Art. So ist es am Anfang gewesen. Wie es weiterging, das werde ich euch später vorlesen. Musikalisch erinnern wir uns gerne an jene Zeit. Und zwar an Marlene Dietrich mit dem Lied Lili Marlene. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem tiefen Raum, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Marlene Dietrich. Wir kommen nun in die 40er Jahre. Bis zum Jahre 45, da war leider Krieg und bis in jene Zeit, da ruhte auch der Spielbetrieb. Doch schon bald danach wurde wieder trainiert, stolz ist man auf den Platz marschiert. Der Krieg war Gott sei Dank vergessen, man jagte wieder nach dem runden Leder ganz besessen. Doch die Fußballschuhe waren damals wohl ein Graus. Keine 5 Spiele hielten sie aus. Der Ball, er hatte auch eine große Naht, was beim Kopfball oft sehr weh tat. Denn kam die Naht dir genau auf die Stirne, dann hattest du ein tolles Muster auf deiner Birne. Die Sorge mit dem Sportplatz wurde dann sehr groß und man wurde den Gedanken einfach nicht mehr los, irgendwo ein neues Areal zu kaufen, denn auf dem alten Sportplatz konnte man ja kaum mehr laufen. Der Platz, er war wirklich ganz brutal. 1,50 Meter Gefälle von links oben nach rechts unten, so diagonal. Und Passanten sind oft ungeniert durch den Platz marschiert. So ist es bis Ende der 40er Jahre gewesen, wie es weiterging. Das werde ich euch später vorlesen. Was wurde musikalisch zu jener Zeit geboten? Wer kennt sie nicht, die beiden Wiener? Hans Moser und Paul Hörbiger, sie singen uns das Lied Hallo Dienstmann!
Nee, aber wo ist denn der Dienstmann? Götzitzner. Wo? Und der? Der Kleine? Na, nicht der Kleine, der daneben. Ah, der daneben. Der hat schon wieder aufgestellt. Jetzt ist schon wieder. Siehst du das mit mir, Junge? Du, warte, was? Komm mit. Gib die Blumen her. Die was in Italien? Die Italien. Warum? Jetzt schickt man den Dienstmann, schickt man zu der Amalie. Die Bezelgast. Ja, Junge, die Bezel. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese Dalie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, gehen Sie damit zur Amalie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wir fahren Sie dort raus. Sie hundertmal die Dalie, Schuramalie ins Haus, bis man ihnen dann ein Trinken gibt und Amalie mitlingt. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese Dalie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, gehen Sie damit zu Amalie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wirft man sie dort raus, tragen sie hundertmal die Dalie zur Amalie ins Haus, bis man ihnen dann ein Trinken gibt und Amalie mich liebt. Die 50er Jahre. Eines Tages, da war der Sportplatz dann gestorben. Der VfB hat einen neuen erworben. Man wechselte an die Lustenauer Straße ganz geschwind, wo wir bis heute noch sind. Nach vielen Arbeitsstunden, in denen man geschuftet und geschunden, war es im Jahre 1953 dann soweit. Die VfB-Anlage, sie war spielbereit. Die Tribüne wurde auch recht bald gebaut, somit wurde den Spielern von oben auf die Beine geschaut. Und unterhalb von der Tribüne, da war damals die Kantine. Das Steinbock-Pokalturnier war auch viele Jahre sehr beliebt. Schade, dass es dieses Turnier heute nicht mehr gibt. Obmann Anton Amon hat sich dafür eingesetzt, dass man auf dem VfB-Gelände Bäume setzt. Jeder bekam ein Bäumchen geschenkt, was ein jeder selber gepflegt und auch gedrängt. So ist es bis Ende der 50er Jahre gewesen, wie es weiterging, das werde ich euch später vorlesen. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen nun einen Star der 50er Jahre ansagen. Es ist der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley mit Jailhouse Rock. Thank you.
Lebensfreste aus den 50er Jahren. Eine weitere Künstlerin aus Amerika konnten wir für heute Abend verpflichten. Hier auf unserer Showbühne, Doris Day mit ihrem bekannten Titel Che Sera. Die 60er Jahre haben für die erste Mannschaft recht gut begonnen, denn die meisten Spiele wurden damals gewonnen. So haben wir aus eigener Kraft im Jahre 1962 den Herbstmeistertitel geschafft. Ein Cupspiel gegen Austria Wien wurde angesagt, doch leider wurde das Match immer wieder vertagt. Den ganzen Winter hindurch wurde fleißig trainiert, doch die Wiener kamen nicht anmarschiert. Aber am 3. Februar 1963, da war es dann soweit. Die Wiener Austria hatte endlich Zeit. Bei Minusgraden wurde das Match angepfiffen und die Wiener hatten eifrig angegriffen, haben Tor um Tor erzielt und schließlich hatten wir mit 1:16 verspielt. Es war natürlich eine große Schlappe, doch ich hatte auch eine große Klappe. Behauptete, erst in der Verlängerung sind wir aus dem Cup geflogen. Das ist natürlich verstunken und verlogen. Im Jahre 1967 war es dann soweit. Diesmal war der VfB erst und nicht immer nur zweit. So sind wir in die Regionalliga aufgestiegen und die Fans, sie hofften, dass wir weiter siegen. Wir hatten zwar nicht jedes Spiel gewonnen, doch die Meisterschaft hatten wir recht erfolgreich begonnen. So ist es bis Ende der 60er Jahre gewesen, wie es weiterging. Das werde ich euch später vorlesen. Nun darf ich euch eine bekannte Gruppe vorstellen. Es sind dies, die Beach Boys, hier auf unserer Showbühne mit dem Titel Surf in USA. Surfing USA. You'll catch him surfing at the side outside.
USA. Surfer aus den USA aus den 60er Jahren. Ja, als nächstes darf ich Ihnen noch einen Stargast aus den 60er Jahren ansagen. Es ist Udo Jürgens mit dem Siegertitel Merci. Erfolgreichsten Songs aus den 60er Jahren. Bitten Sie noch einen Moment Geduld. Danke, Udo, dass du bei uns auf der VfB-Wahl warst.
50er Jahre. Circa 20 Jahre ist es her, da erfuhren ein paar VfB-Funktionäre, im Klostertal, da gibt es ein Zelt zu kaufen und schon kam der ganze VfB dort angelaufen. Man hatte zwar nicht sehr viel Geld, doch man wollte unbedingt das Zelt. Als dann der Kaufvertrag fixiert, wurde das Zelt auf das VfB-Gelände transportiert und dort steht es noch bis heute, nur macht es derzeit mehr Sorgen als wie Freude. Viele Veranstaltungen wurden in dem Zelt gemacht, in dem VfB auch Schillinge eingebracht. Zum Beispiel die Kilbe, das ist klar, sie ist ein Volksfest jedes Jahr. Auch anderen Vereinen konnten wir das Zelt anbieten, sie konnten es nämlich mieten. Im Jahre 1974 ist es dem VfB dann wieder gelungen, man hat den Meistertitel errungen, doch ist man damals nicht in die Regionalliga aufgestiegen, man ist einfach lieber in der Landesliga geblieben. So ist es bis Ende der 70er Jahre gewesen. Wie es weiterging, das werde ich euch später vorlesen. Nun geht es wieder musikalisch weiter. Eine der erfolgreichsten Gruppen der 70er Jahre. Heute bei uns auf der Showbühne die Gruppe ABBA mit dem Titel Does Your Mother Know? Den Titel Daddy Cool. She's crazy like a fool.
kommen nun in die 80er Jahre. Nach langer Pause gab es vor 6 Jahren wieder einmal einen VfB-Ball. Damals waren wir noch im Löwensaal. Die Bude, sie war randvoll, die Stimmung einfach toll und die jungen Klostertaler brachten alt und jung uns mit ihrem Programm voll in Schwung. Ebenfalls vor 6 Jahren, da sind wir mit 3 Nachwuchsmannschaften nach Spanien gefahren. Über die Schweiz und Frankreich ging es nach Malgrat de Mar, wo das Ziel unserer Reise war. Aus so mancher Bodega hatten wir gewunken, wo wir so manchen Sangria getrunken. Und schöne Mädchen lagen auch am Strand, sie waren alle fest in unserer Hand. Sportlich war es leider für die Katz, denn in Spanien hatte man nicht einmal einen Rasenplatz. Nach einer Woche hieß es dann wieder nach Hause gehen und man sagte auf Spanisch auf Wiedersehen. Doch hätten wir beinahe in Spanien bleiben müssen, denn Irminger Klaus wurde nicht fertig mit Küssen. Dann hieß es aber doch auf Wiedersehen, du schönes Land, mit einem herrlichen Strand. Und begleitet von dem Reiseglück fuhren wir wieder nach Hause zurück. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht auf dem Feldherrnhügel am VfB-Platz. Da hört man oft die Stimme von einem Mann, der auch in Reimform sprechen kann. Er hat mich gebeten, ihn auf dem VfB-Ball zu vertreten. Vom Feldherrnhügel hört man dann und wann den Reservelautsprecher Ernst Truppmann. Hohenems vor, noch ein Tor, aber leider nicht von Schneider, dieses Mal von Uppersaal. Herrlich, wie das Spiel heute läuft, zwischendurch ein Biermann säuft. Auch die anderen Spieler sind heute gut, jeder macht dem anderen Mut, das tut gut. Auch das Wetter ist schön, schief kann gar nichts gehen. Nur der Schiri liest die Pfeife zu Haus und das Spiel ist aus. 5:0 gewonnen, allen ist es gut bekommen. Truppmann! So ist es bis Ende der 80er Jahre gewesen. Und wie es weiterging, das werde ich euch später vorlesen. Was tat sich nun in der Musikszene in jener Zeit? Meine Damen und Herren, hier und heute auf unserer Showbühne Michael Jackson mit dem Titel Thriller. Thank you.
einmal auf der Showbühne. Nun darf ich Ihnen wieder eine bekannte Gruppe vorstellen. Es ist dies die Spider-Murphy-Gang mit ihrem Lied Skandal um Rosie. Debattierte in unserem Verein über den Bau von einem neuen Clubheim. Schnitzer Markus hat sofort reagiert und Hennes Klin als Architekten engagiert und der ganze VfB erstand Spalier, als Karl Fusenegger kam als Baupolier. Man hat geschuftet und geschunden in über 3500 Arbeitsstunden. Es wurde geschalt und betoniert, zwischendurch ein Bierchen inhaliert. Das musste natürlich auch sein, denn in die Walter kam ja auch Flüssigkeit hinein. Der ganze VfB war dann bestürzt, als Karl Fusenegger vom Gerüst gestürzt. Doch als Karl wieder halbwegs konnte gehen, hat man ihn auch schon wieder auf dem Bau gesehen. Am 12. Juli 1992 war es dann soweit. Das Clubheim wurde von Diakon Jaud eingeweiht. Und auch Peter Monz erstrahlte übers ganze Gesicht,
als er vom neuen Clubheim spricht. Er trieb an dem Baufortschritt immer wieder voran, weil er dachte, sonst wählt man mich zum Schluss nicht mehr als Obmann. Auch viele Prominente drängten sich ans Mikrofon und lobten das Werk im höchsten Ton. Zum Beispiel Bürgermeister Herbert Ammann, dann kam unser Willi Aberer dran, Hennes Klin, der Architekt vom Bau, Landesrat Friede Meier und Präsident Albert Götze vom VfV. Auch viele vom Fanclub sahen auf dem VfB-Platz. Zum Beispiel die über 90-jährige Besa Mari, unser VfB-Spatz. Sie saß vis-à-vis von mir, trank mit Genuss drei große Bier. Gesehen wurde auch Deiner Raimund im roten Gewand. Auch er war bei der Eröffnung dabei, mit Zigarre und Skistock in der Hand und mit seinem üblichen Geschrei. Und neben ihm saß einer ohne Brille. Es war der rotköpfige Magerwille. Und er sprach zu mir, wo ein Wille ist, ist auch ein Bier. Und von Delis Ferdi, das müsst ihr auch noch wissen, er hat mit seinem letzten Zahn einen Schübling zerbissen. Soweit von unserem Fanclub. Sportlich lief es leider nicht besonders gut, was ein bisschen Schmerzen tut. Und große Schuld daran war leider die lange Verletzungspause von Manfred Schneider. Doch in den letzten Spielen steigerte sich unser Team wieder enorm. Der VfB kam wieder toll in Form. Und eines Tages, ihr werdet sehen, da wird der VfB wieder vor den Altachern stehen. Was ist bisher in den 90er Jahren geschehen, wie es weitergeht, das werden wir ja sehen. Was tut sich nun musikalisch in den 90er Jahren? Ich darf Ihnen eine Künstlerin vorstellen, ein jeder wird sie kennen. Hier und heute auf unserer Showbühne Madonna mit dem Titel Like a Virgin. We'll be right back.
Meine Damen und Herren, ich habe heute schon so viele Namen genannt. Nur ein Name ist mir aufgefallen, habe ich noch vergessen. Es ist der Peter Kaufmann. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Dafür bekommst du ein extra Gedichtlein. Helmut Zeller hat gut lachen, er muss keine Werbung machen. Denn sein Schwiegersohn schreit, Gott sei Dank, Zellerwürste halten den Käufe schlank. Wir bitten Sie nun auch um etwas Geduld. Ich höre gerade, dass die nächsten Künstler schon bereit sind. Als letztes zeigen wir Ihnen nun sicherlich noch einen Höhepunkt. Meine Damen und Herren, hier auf unserer Showbühne sehen Sie und hören Sie nun das Phantom der Oper. Mein Geist und dein Gesang.
Opel. Ich darf Ihnen nun noch einmal sämtliche Interpreten und Mitwirkende des heutigen Abends vorstellen. In den 30er Jahren Marlene Dietrich als Bert Schnitzer. In den 40er Jahren Paul Hürniger, Helmut Mattersdorfer, Hans Moser, Peter Scheidel. Thank you.